So, vorletzte Folge in dieser Aufnahme. Und dann probiere ich mal was aus. Ich will nur was ausprobieren. Also nicht gleich in der Luft gehen, Jan. Okay, scheiße, er kommt. Ich tue ihn jetzt mal ärgern, ich park seinen Fendt am Arsch der Welt. Mann, hat der Fett eine geile Physik. Deutz, I coming back. Das machst du gut. Ja. Geil. Bester Treckerfahrer ever, ey. Bester Treckerfahrer ever. Aber ich muss ja auch dazu sagen, die Palette von dem Fendt-Reifen, die ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Komisch. Habe ich vorhin auch gemerkt. Normalerweise kann ich das nämlich sehr gut mit Paletten. Ach, scheiße. So. Ich drehe mal kurz hier eine Runde. Ladadidu. Na, fällt in du. Ladadidu. Ich kaufe Felder. Ja, ich jetzt Felder kaufen. Ich kaufe jetzt erstmal Feld 14. Er hat sein Fendt gefunden. Geil. Er hat sein Fendt gefunden. Ich habe ihn am Arsch der Welt geparkt und er hat ihn gefunden. Ja. Er steht da so lange. Wahrscheinlich schreibt er mir gerade. Eigentlich wird das doch gar nicht bei Landwirtschaftssimulator zensiert, oder? T-Arschloch. Hä? Schreibst du die Zeichen oder werden nicht Erden, ja, Erden kann ich auch gut werden solche Wörter zensiert. Schreibst du die Zeichen oder werden solche Wörter zensiert? Ja, dein Fendt. Dein Fendt. Kann auch ruhig deiner bleiben. Ich wollte mir nur mal Spaß. Späßchen erlauben. Hoffentlich. Alter, der verfolgt. Fährt der gegen Baum. Ich glaube, das wird zensiert. Sieht zumindest so aus. Eieiei. Ich bin und bleib der beste Fahrer in LS, in Need for Speed. Und ich kann es ja jetzt schon mal voraussagen. Mein nächstes Let's Play wird höchstwahrscheinlich irgendein Rennspiel sein. Irgendein Need for Speed Spiel. Wahrscheinlich World.
Allerdings hat das so ein paar Lexbikes wegen Vistaton. Die Reifen sind im Scheiße. Boden. Oh, gut getan. Alter, soll man nicht so angeben mit seinem Fan. Mein Deutsch ist auch nicht schlecht. Hui. Alter, der hat aber auch eine Beschleunigung. Okay, okay, gut. Der Deutsch ist nicht lahmarschiger. Pussy! Rundumleuchte! Verfolgungsjagd! Alter, das sieht aus, als würde ich von einem Mafia verfolgt werden. Wegen schwarzer Trecker und so. Übrigens, der Sachsen-LP tut auf dieser Straße Autos testen, will ich nur mal erwähnt haben. Alter, jetzt hänge ich aber ein bisschen zurück hier. Alter! Der tut ganz schön heftig lenken. Ich weiß nicht, ob es an einem Mod liegt oder ob er einfach nur Lexbikes hat bei sich oder keine Ahnung oder Abhang runter oder noch ein Abhang runter oder Scheiße oder der ist gleich über mir verkackte Scheiße. Alter! Scheiße! Danke! Aber eine geile Physik hat er. Geil. Auf jeden Fall, wenn ich eine Mod mache, tue ich den mit so einer Physik ausstatten. Ey, wenn ich jemals eine Mod mache, ich tue die auf jeden Fall mit so einer Physik ausstatten. Das ist einfach total übertrieben, aber irgendwie auch geil. Alter, Finne, Schwede, Däne, Kabuff. Und was es sonst noch so auf der Erde gibt. ja, das war ein Baumstumpf. Ich liege auf dem mit einem Dach. Hilfe. Oh, Jan. Ich brauche Hilfe. Hilfe. Steht er da hinten so lange? Warte mal, was mache ich da eigentlich? Ich kann ihn ja auch einfach zurücksetzen. Wieso brauche ich Hilfe? So, weiterspielen. So, wieso? Schlau muss man sein, so wie ich. Geil, aber die Räder da im Boden getarnt sind, ey. Ich frage mich jetzt nur, wieso der hier die ganze Zeit steht. Hm. Und mich regt's auf, dass LS momentan so komisch läuft. So, ich weiß es nicht. Das lief doch die ganze Zeit im Let's Play flüssig. Ich meine, gut, ich nehme mit 20 FPS auf. Das ruckelt ein bisschen, aber so, 15, 16. Das werden ja immer weniger FPS. Komisch. Echt komisch. Aber wie halt gesagt, ich hatte schon öfters bei LS solche Lag-Spikes. Egal. Drück. Zweimal. Nein! Alter, der hat all... Scheiße. Der kriegt mich so oder so, der hat Allrad. Wenn der erstmal vom Baum weg ist, der kriegt mich.
Der hat eine